Bonjour und herzlich willkommen zu dem ersten Video auf unserem Kanal. Wir haben uns gedacht, es gibt noch nicht genügend von diesem Fahrzeugkanal auf YouTube. Und wir dachten, wir bringen mal ein bisschen Content. Und ja, wir haben euch mitgebracht das Auto von einem unserer Mitglieder. Das ist Daniel. Daniel ist 24 Jahre alt. Ist inzwischen 25. Ja. Ist ja auch egal, das interessiert unsere Viewer nicht so. Und wir haben mitgebracht ein Fahrzeug, hat er gekauft vor circa 2 Monaten. Ist eine Audi U8, Sie können es sich gerne anschauen. Ist in einer sehr hervorragenden Zustand für sein Alter und für den Preis. Der Preis war sehr günstig, sonst hätten wir auch nicht gekauft, weil wir haben nicht so die Geld wie andere YouTuber. Aber vielleicht irgendwann und dann schauen wir mal. Ja, warum ich übrigens ein bisschen Französisch rede, ist, weil dieses Fahrzeug ist original in Frankreich ausgeliefert worden, in Marseille, in der Nähe von Marseille. Ist lackiert in Lago Bleu. Daniel ist auch in einem Audi-Forum in Facebook und dort gibt es nur 3 in Lago Bleu. Deswegen ist er ein sehr besonderes Fahrzeug. Sie können ihn auch mal von der Seite filmen. Ist ja die 2-Liter Motor, 5 Zylinder natürlich, wie sich das für Charakteristik gehört für diese Fahrzeuge. Rostfrei. Frei. Ja, schauen Sie. In sehr gutem Zustand auf den Innenraum, bis auf die Sitze und Wange nicht mehr so in hervorragenden Zustand. Er hat Kurbelfenster auch. Zum Rand, mehr. Ja, oui, ja, perfekt. Sehr manuell alles, auch genau keine Drehzahlmesser mit der Quarz hoch. Kein Airbag, auch wenn der Lenkrad so groß ist und man denkt, es hat Airbag, aber hat kein Airbag. Daniel hält seine teure Uhr jetzt hier in seinen Hublot in die Kamera. Na, hinten hakt manchmal ein bisschen, aber das ist normal. Relativ dreckig auch, hat jemand mal Schweinerei gemacht, auch hier links in Le Tutafel, ja genau, sieht dann nicht mehr so schön aus, muss ich mal etwas aufarbeiten. Wie sich das gehört für ein Auto aus den 80er Jahren, hat überall in jeder Tür hier einen Aschenbecher drin, hat ein Schiebedach, auch mit leichten Kratzer da. Nicht mehr so schön, kann man aber vielleicht irgendwann mal wieder aufarbeiten. Also er sagt, er wird aber aufarbeiten, aber ich bin mir sicher, er macht nicht. Ja, von hinten, wir haben noch nicht gesehen, was auch sehr charakteristisch ist für ein Audi aus dieser Zeit, mit dem gerade Radlauf, hat auch zum Beispiel Opel gemacht bei Omega A. Und was entfernt werden muss auf jeden Fall, was mir überhaupt nicht gefällt bei diesem Fahrzeug, ist, dass er hat eine Kupplung mit einem Tennisball. Tennisball, den benutzt hat bestimmt Boris Becker damals, als er war erfolgreich in späten 80er Jahren, also die Zeit, wo dieses Fahrzeug auch geschlüpft ist, sagen wir. Ja, wenn wir öffnen die Kofferraum, funktioniert nicht. Daniel muss erst die Schlüssel dort reinstecken. Ja, hat auch hier für Marco Degenhardt einen Oldtimer-Anhänger dort dran von alle 77. Funktioniert natürlich wieder nicht. Ja, sehr viel Volumen, Dämpfer auch nicht mehr so in gutem Zustand, aber Sie müssen immer bedenken, diese Fahrzeug hat nur 2800, Daniel? 9. Euro gekostet und dafür ist sehr schön Erhaltungszustand, auch komplett original. Durfte auch schon in den Genuss kommen, dieses Fahrzeug hinter die Steuer mal zu pilotieren und habe mich gefühlt wie Michel Mouton damals in 1900, lass mich lügen, 82, als sie fast die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Daniel fühlt sich sichtlich sehr wohl in seinem Fahrzeug. Es fährt auch wirklich sehr satt. Es liegt sehr satt auf der Straße. Etwas frontlastig, aber das ist also das kein Quattro. Es ist ein Frontantrieb mit die 2 Liter Hubraum. Und ich finde leider, es fehlt etwas bisschen die Sound. Also die Sound, wenn man hört, dann ist wirklich sehr angenehm und sehr charakterstark. Aber man braucht Bienpipe, heißt die Marke, oder? Bienpipe. Und ja. Es gibt nicht viel Möglichkeit, dort etwas an die Auspuff zu machen. Ich denke, dass man auch mit so einem Fahrzeug Aufsehen erregt, nicht nur wegen der dreckigen Scheibe. Daniel hat sich wieder mal nicht gekümmert und nicht vorbereitet für die Video. Aber ich glaube, das ist schon wirklich cool. Also wir sind jetzt hier auch unterwegs auf die Weg in die Pizzeria, weil es ist schon etwas spät. Die sehen dann die Sonne, die langsam sich verabschiedet. Hinter uns fahren
Die anderen Classic Saver, das ist übrigens unsere Name. Das ist Timo mit die 7er BMW und Sebastian mit die 5er E34. Und hier ist die beste Pizzeria in der Stadt. Und dort werden wir uns gleich ein Hackfleischpizza abholen. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Eindruck bekommen von diesem wunderbaren Kfz. Und, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Like da lasst. So viele wie Schüler hier gerade aus dem Schwimmbad zurückkommen. So viel Like und auch gern Kritik oder eine Glocke aktivieren. Wir freuen uns über jede Resonanz und hoffen, dass wir mit diesen Leuten hier rechts in die Bild nicht oft in Konfrontation kommen. Aber das ist auch ein Vorteil von den alten Autos. Du wirst nicht angehalten von Polizei. Wir hier Tuning BMW mit schwarzen Nieren. Ja, und wünsche euch einen schönen Abend. Au revoir. Au revoir. Daniel hat auch Französisch gelernt extra für die Video.